Moinsen zusammen, hier ist die Energy YouTube Show mit Mr. Trashpack und bei mir zu Gast habe ich jetzt den guten Inscope. Hallo. Skid up. Die Energy YouTube Show. Das Interview. Wir haben so eine Standardfrage und die lautet: Wer bist du und was machst du auf YouTube? Also, ich bin der Nikolas, bin 22 Jahre alt und ich mache YouTube-Videos. Wow. Kennst du das? Habe ich von gehört, ja. Jedenfalls, ich habe so für mich meinen eigenen Weg entdeckt. Okay. Und zwar, ich bin ein Typ, der hergeht und einfach mal hin und wieder den ein oder anderen YouTuber auf die Schippe nimmt. Mhm. Und ob die das jetzt witzig finden oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Okay. Hast du mich auch schon mal durch den Kakao gezogen? Nee. Warum nicht? Ich denke, weil du einfach so unwitzig bist, dass man da einfach nichts mehr rausholen kann. So. Das ist möglich, das kann durchaus sein. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich mache jetzt YouTube und bin lustig? Also ich habe damals angefangen im Bereich Gaming, einfach so just for fun mäßig. Ich habe schon immer gerne gefilmt und so, weißt du. Und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, nach so circa 3 Jahren Gaming, habe ich so dieses Fitness für mich richtig entdeckt und so, dass ich das auch auf YouTube bringen möchte. Und dann bin ich auch vor die Cam gegangen, weil ich habe immer Commentaries gemacht und dann kam so dieser erste Durchbruch, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, wo sich dann auch tatsächlich mehr Leute für meine Videos interessiert haben, man glaubt es kaum. Ja. Aber ja, das heißt also so im Bereich Comedy, Unterhaltung und Fitness bin ich so groß geworden. Wie wichtig ist für dich das ganze Fame-Ding auf YouTube? Also bedeutet dir das viel oder denkst du, eigentlich will ich nur meinen Scheiß machen? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde so, für so einen öffentlichen Job sollte man schon in einer gewissen Art und Weise gemacht sein. Also man sollte sich jetzt nicht großartig daran stören, dass Leute zu einem herkommen und Bilder mit einem machen wollen. Natürlich ist es manchmal so, dass wenn man gar nicht mehr vom Fleck kommt und die ganze Zeit nur noch am Bilder machen ist, dass es dann schon ein wenig störend sein kann. Aber ich finde, als Influencer und als YouTuber, als Person der Öffentlichkeit, sollte man sich Zeit für die Leute nehmen, die einen dahin gebracht haben, wo man jetzt ist. Voll. Weil sonst wäre man ja nicht da, wo man da ist. Richtig. Hast du was gelernt eigentlich? Mathematik. Ernsthaft? Ja, ich habe Mathe studiert. Warum? Weil ich bin zahlenmäßig sehr begabt. Das sehe ich an den Abos auf YouTube. Nee, aber was kann man machen mit so einem Mathestudium? Mit einem Mathestudium, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst hergehen und in die Mechatronik gehen, weil da gibt es verschiedene Messwerte, die dort einfach wichtig sind für zum Beispiel in der Automobilindustrie. Ja. Dort kann man sehr viel anfangen. Und ich habe tatsächlich auch mal ein Jahr als Reisebegleiter gearbeitet. Im Ernst? Ja. Da bist du mit den Leuten. Was hast du gemacht? Ja, also da ist im Prinzip so, man bucht so eine Reise, ja, und hat dort einen Reiseführer und ja, dann habe ich denen halt so gezeigt, ja, hier gibt es eben die und die Sehenswürdigkeiten und so. Krass. Hab denen das ein bisschen präsentiert, ja. War das geil oder war das irgendwie nicht so dein Ding? Es war schon ganz cool, weil ich habe da auch einfach so meinen Flow gefunden, was auch wahrscheinlich so ein bisschen dafür verantwortlich war, für die Videos und so, okay, dass ich den Leuten da einfach das Ganze vorstellen konnte, weil ich bin halt hergegangen und habe denen halt gesagt, dass das dessen die und die Sehenswürdigkeit ist, dabei war das die gar nicht. Ja, im Ernst? Ja, ja, klar. Oh, witzig, ey. Wo hast du es gemacht? Auch bei dir in Stuttgart oder wo? In Stuttgart und dann in Australien noch. In Australien, Alter. Australien, ja. Wie lange warst du da? Australien war ich... Das ist lustige Geschichte damals, ey. Ich muss gerade dran denken, wie ich die Leute immer so ein bisschen verarscht habe. Nee, in Australien war ich 2 Jahre. Du bist 22? Ne. Hast schon sau viel gesehen? Also ich muss echt sagen, es war extrem, ja. Also ich habe schon viel erlebt, muss ich sagen. Crazy, wo soll es noch hingehen für dich? In welcher Hinsicht? Beruflich, im Leben. Beruflich, also ich will auf jeden Fall jetzt natürlich meine Plattform so noch ein bisschen aufbauen, so wie sie im Prinzip gerade ist, mich weiterentwickeln, weitere Formate und so weiter und so fort. Ja. Ich möchte auch so ein bisschen, das ist für mich immer ganz wichtig, ich möchte mein Content mit meiner Person verbinden. Okay. Das heißt also, wenn ich mich für neue Sachen interessiere, wie zum Beispiel ein Projekt, das wir gerade angehen, ist beziehungsweise das wir gerade machen, ist YouTuner heißt das Ganze. Okay. Das ist so ein Programm, wo der Sascha und ich unsere Rennlizenz machen. Und wir sind einfach sehr autointeressiert und so, wir haben da mega Lust drauf. Und das ist zum Beispiel einfach ein Projekt, das entsteht aus einem Interesse, das ich zurzeit vertrete. Und so möchte ich eigentlich mich auch weiterentwickeln. Das heißt also, wenn ich irgendwas habe aus der Vergangenheit, was ich selber nicht mehr gut finde, dann möchte ich das nicht weitermachen, nur weil es im Prinzip gefragt ist oder weil das meine Linie war, sondern ich möchte immer mit der Zeit gehen und mit meinem Gefühl. Ja. Aber ist es für dich manchmal auch schwer, wenn du irgendwie weißt, okay, eine Sache funktioniert super gut, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann von Abstand zu nehmen?
Finde ich schon wichtig, ja. Weil, ich sag's dir ganz ehrlich, guck mal, YouTube fängt an, oder beziehungsweise dieses ganze Social-Media-Ding fängt eigentlich an, also zumindest war es bei mir so, aus einem Hobby, okay? Ja. Das heißt, ich fange diese Videos an zu drehen, weil ich da wirklich Lust drauf habe. Und wenn ich jetzt was mache, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, dann ist es irgendwie falsch. Ja, weil es entsteht aus, es ist da einfach eine falsche Situation, weißt du? Ja. Und das ist halt auch so ein großes Problem bei dem, bei einer künstlerischen Tätigkeit, die mit der kommerziellen Verbindung da ist, weißt du? Ja, voll. Weil irgendwo ist der Künstler dann irgendwann mal dazu gezwungen, den Content zu liefern, den er aber vielleicht gar nicht mehr gut findet. Ja. Und ich finde, da muss man einen Weg für sich finden, dass man sagt, okay, ich kann damit mein Geld verdienen, alles gut, aber ich kann den Content, den ich produziere, trotzdem noch vertreten. Ja. Aber hast du nicht manchmal irgendwie wie Sorge, dass du irgendwie damit auf die Fresse fallen kannst, wenn du irgendwie was machst, was du zwar geil findest, aber die Leute irgendwie nicht? Die Sorge hat man immer. Also ich glaube, jeder Künstler ist irgendwo auch selbstständig. Ja. Und jeder Künstler und jeder Selbstständige trägt sein Risiko. Das heißt also, man hat immer im Hinterkopf, okay, es könnte auch nicht klappen. Ja. Aber no risk, no fun, würde ich sagen. Bist du so ein Typ, der auch irgendwie nur im Hier und Jetzt lebt und nicht so an die Zukunft denkt, oder? Das ist bei mir tatsächlich eher schwierig. Okay. Weil ich würde es sehr gerne oft im Jetzt leben und so sagen, genieß den Moment jetzt. Das ist auch wichtig, dass man das macht. Aber man muss auch nachhaltig und langfristig denken. Das ist sehr wichtig. Und das machen viele nicht, was nicht gut ist. Ja. Weil das Leben im Jetzt kann sehr schön sein, muss man auch genießen, wie gesagt, aber zu viele Leute machen das zu oft und zu lange und denken dann gar nicht mehr dran, okay, jetzt habe ich hier alles rausgehauen, so mehr oder weniger, und was passiert jetzt eigentlich? Ja. Ja. Hast du dir schon weitere Standbeine aufgebaut, falls das ganze YouTube-Ding von hier auf gleich zusammenbrechen würde? Ja, genau, ich würde da auf mein Mathestudium aufbauen einfach, dass ich da sage, gut, ich gehe dann nochmal in die Reiseindustrie. Echt? Und ja, ich verbinde das Ganze dann. Okay, cool. Ja. Bist du eigentlich auch so ein gesunder Typ? Ich bin auch sehr interessiert im Bereich Fitness. Ich gehe auch fünfmal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio und trainiere. Alter, da hab ich ja keinen Bock drauf, ne? Das sieht man auch. Du kannst ja mal bei meinem Instagram vorbeischauen, da habe ich letztens ein Bild von meinem Shooting gepostet, wie ich in Form bin. Jetzt bin ich wieder raus aus der Diät. Jedenfalls, du kannst ja mal nachschauen, während ich hier weiter erzähle. Ja. Also der Bereich Fitness hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, weil ich wollte schon immer so dieses Grundziel haben, hey, wie erreicht man eigentlich so einen muskulösen Körper, sage ich mal. Das wollte ich schon immer haben. Ist halt irgendwie bei mir drin. Jedenfalls bin ich durch diesen ganzen Fitnessweg dann auch noch so auf diese Thematik gekommen. Okay, gesunde Ernährung. Wie ernährst du dich am besten? Wie lebst du gesund? Und es ist einfach verdammt wichtig, finde ich, sich gesund zu ernähren und viel Sport zu treiben, weil es befreit den Geist und die Seele. Das hört sich jetzt hier alles ein bisschen strange an. Aber stimmt. Es ist wirklich so. Also eine gesunde Ernährung. Ich finde, jeder Mensch auf dieser Welt sollte sich Gedanken über seine Ernährung machen und wenigstens ein wenig Sport treiben. Ja. Wenn es nur ein bisschen ist, ja. Da zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ja. Hast du Tipps für mich, wie ich mich besser ernähren kann und trotzdem nicht das Gefühl habe, dass ich auf voll vieles verzichte? Es gibt verdammt viele Möglichkeiten. Also ich finde, sich gesund zu ernähren heißt nicht automatisch, dass man sagt, okay, man muss jetzt hier auf alles verzichten und hat kein schönes Leben mehr. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren und trotzdem dabei einfach schöne Speisen zu haben. Es gibt verdammt viele Möglichkeiten. Ja. Beispielsweise Hähnchenbrust, Rinderfilet. Ja? Ja. Dann machst du dir dazu einen richtig schönen Reis oder ein paar Kartoffeln. Und machst so ein bisschen Gemüse dazu. Und wenn du ein Soßen-Fan bist, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Soße zu machen, die nicht so fettig ist. Ja? Okay. Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier nicht so intensiv in die Materie reingehen, sonst wird das Ganze hier ein ziemlich langes Gespräch. Das wäre voll auf einer Wellenlänge. Jetzt muss ich noch mehr Sport machen. Das wär echt gut, wenn du das machen würdest. Ja. Ich kann dir da auch gerne einen Zugang geben zu einem guten Fitnessprogramm. Oh, unbedingt. Ja, sehr gerne. Mach ich gerne. Mega, dankeschön. Freunde, das war das Interview mit InScope. Vielen Dank, dass du da warst. InScope. InScope. Alles klar. Seinen Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst einschalten am Sonntag um 18 Uhr. Der kann nix, der Junge. Um 20 Uhr. Und wer ist mit dabei? InScope 21. Und wer noch? Mr. Trashpack. Das war richtig. Ich hab's jetzt gerade so geraten. Ja, aber hast du gut geraten. Danke, danke, ey. Ohne Witz. Ich bin stolz auf dich. Danke, ey. Mega, Alter. Ohne Witz. Okay, tschüss.